8 Uhr morgens an der südlichsten Spitze Mallorcas am Cap de Ses Salinas. Stefan Winterling und sein Mitarbeiter Lorente suchen phönizischen Wacholder. Der wächst hier wild und ist die wichtigste Zutat für die Leidenschaft des 35-Jährigen, den Gin. Einmal die Woche kommen die beiden Schnapsbrenner hierher, um per Hand Beere um Beere zu ernten. Es geht natürlich einfacher, aber es geht ja wirklich so ein bisschen um die Qualität und um das Besondere. Und der Gin-Markt ist ja wirklich hart umkämpft und ich glaube, das hat nicht jeder. Es ist einfach toll, dass man auf der Insel eigentlich alles hat, um guten Gin herzustellen. Also vom Wacholder über Zitrusfrüchte, das ist schon einzigartig. Der gebürtige Pfälzer entstammt einer Winzerfamilie, studierte Weinbau und kam vor 10 Jahren als Leiter eines Weinbaubetriebs auf die Insel. 2017 schwor er dem Wein ab und brennt seitdem nur noch Gin. Es war jetzt nie mein Lebensplan, auf Mallorca Gin zu machen. Irgendwie hat mich so das Leben hierher getrieben und es macht so viel Spaß und es funktioniert so gut, dass ich bin sehr, sehr glücklich hier. Auch wenn ich ein paar Fotos nach Deutschland schicke, schnell so, ich bin gerade beim Wacholder sammeln, dann sind natürlich alle gleich neidisch und wären auch gerne hier. Also ich glaube, da kann ich mich echt nicht beklagen. In einer kleinen Halle in der Nähe von Jukmajor hat sich Stefan Winterling seine Brennerei eingerichtet. Die Wacholderernte von heute landet zusammen mit 96%igem Alkohol in einem Fass. Bis zu 3 Wochen braucht der Alkohol nun, um die ätherischen Öle aus dem Wacholder zu ziehen. Erst dann kann Stefan Winterling den Gin daraus brennen. Der 35-Jährige hat seine ganzen Ersparnisse in die Brennerei gesteckt und jede freie Minute an seiner Rezeptur gearbeitet. Also es gibt bestimmt Theoretiker, die das dann minutiös durchplanen. Ich bin Praktiker, also ich habe einfach alles probiert und das ist auch ein Prozess, der hört nie auf. Also wenn ich jetzt heute was Tolles finde, wo ich denke, wow, das muss da einfach rein, weil es besser ist, dann kann ich das nicht einfach darauf verzichten. Also dann muss ich damit auch arbeiten. Das ist meine Leidenschaft. Die Ergebnisse dieser Leidenschaft hortet Stefan Winterling in seiner Hexenküche. Hier experimentiert er mit verschiedenen Fruchtaromen, die den Gin verfeinern sollen. Ja, also ein paar Sachen werden wahrscheinlich nie so das Licht der Welt erblicken. Andere Sachen sind sehr spannend. Also wir haben wirklich viele Zitrusfrüchte destilliert. Also es gibt hier Yuzu-Destillat, Blutorange, Tarocco Rosso. Wir haben auch Orangenblüte, also Assar, Feigenblätter. Also es ist eigentlich ein kleines Chaos hier bei mir, aber irgendwie funktioniert es ganz gut und ich brauche das, glaube ich, auch. Seine Familie im rheinland-pfälzischen Deidesheim hat Stefan Winterling mit seinen Entscheidungen oft überrascht. Erst verzichtet er auf die Übernahme des heimischen Weinbergs in der Pfalz und zieht nach Spanien. Und dann die Sache mit dem Gin. Die hielt seine Familie anfangs buchstäblich für eine Schnapsidee. Also mein Vater hat gesagt, nee, das machst du nicht, du kaufst dir keine Brennerei. Weil man muss ja wirklich sagen, dass wenn man viel Wein trinkt, ist das eine Sache, wenn man viel Schnaps trinkt, hat man irgendwann auch ein Problem. Also man muss da wirklich auch ein bisschen, also wenn man wirklich professionell Schnaps herstellt den ganzen Tag und dann noch daheim trinkt, also das sollte man wahrscheinlich nicht machen. Es gibt auch wirklich viele gute Brenner, die irgendwann auch mal ein Alkoholproblem hatten, also das darf man gar nicht kleinreden, da muss man auch vorsichtig sein und ich glaube, mein Vater hat da so ein paar Bedenken gehabt, aber da bin ich, glaube ich, da habe ich keine Probleme damit, also. Das sind natürlich alles Destillate, die sind noch nicht verdünnt. Also das hat jetzt 80 Volumenprozent, also da kann man wirklich sich nur kurz mal die Zunge vielleicht befeuchten. Oder vielleicht sogar weniger. Oh. Das Geschäft ist klein, wächst aber stetig. Rund 5000 Flaschen Gin produziert der 35-jährige Deutsche hier pro Jahr. Die gehen in den Export nach Deutschland und in die Schweiz und vor allem in die zahlreichen Bars und Restaurants in Palma. Viele unserer Kunden und natürlich auch die Touristen kennen den Mallorca Gin schon und fragen nach. Ich war auch schon mit dem gesamten Barteam selber in der Brennerei und wir haben uns alles zeigen lassen. Das war toll. Es ist einfach schön, wenn man mit lokalen, handwerklich kleinen Zulieferern arbeiten kann und nicht nur mit den großen industriellen Massenwaren. Zweimal in der Woche verlässt Stefan Winterling die Insel, um nach Barcelona zu fliegen. Hier lebt inzwischen seine Familie, die beiden Kinder Sophia und Alex und Ehefrau Eva, nach der er auch seine Gin-Marke benannt hat. Seit einem Jahr pendelt der 35-Jährige nun schon zwischen Insel und Festland. Also wenn man die Kinder auch 3 Tage nicht gesehen hat, ist es immer wieder cool. Das sind ja auch kleine Monster. Das macht wirklich Spaß. Da hat man wirklich was, wo man sich drauf freut, wenn man dann heimkommt.
Kennengelernt haben sich Eva und Stefan vor 12 Jahren während des Studiums in Deutschland, wohnten zusammen in einer WG. Als Eva für ihren Studienabschluss wieder zurück nach Spanien musste, ging Stefan mit, wollte sich in Barcelona einen Job bei einem Winzer suchen. Stattdessen bekam er ein Angebot auf Mallorca. Ich bin in einen ganz kleinen Betrieb reingerutscht, sozusagen als Betriebsleiter, aber ich war quasi Betriebsleiter also und Exekutive gleichzeitig. Also ich hatte auch niemanden, dem ich sagen konnte. Also ich hatte 7 Hektar Weinberge, den ganzen Keller und das eigentlich alleine. Also es war unglaublich viel Arbeit. Ich konnte die Sprache nicht. Es geht los, wenn man, sag ich mal, Korken oder Flaschen bestellen will am Telefon. Für Eva als gebürtige Festlandspanierin war Mallorca nicht gerade ein Traumziel. Es war ein Trauma. Ich nein. Ich habe das nicht kapiert. Wieso muss ich nach Mallorca gehen? Ich würde lieber nach Deutschland ziehen oder hier in Barcelona bleiben, nicht auf Mallorca. Was ist auf Mallorca? Strand. Ja. Meer. Ja. Schönes Klima. Ja, das gibt's auch alles hier. 10 Jahre verbrachten sie gemeinsam auf der Insel, bekamen hier ihre beiden Kinder. Doch so ganz alleine, ohne Familienanschluss, wurde es zunehmend kompliziert. Also wir haben hier natürlich die Unterstützung von Evas Eltern. Mit den Kindern ist es halt viel wert. Und auch die Schule war wirklich ausschlaggebend. Also auf Mallorca gibt es auch sehr gute Schulen, das sind meistens aber Privatschulen. Und hier, also das, insgesamt, also das Berufliche ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden, aber wir machen auch viel Büroarbeit von hier. Es geht eigentlich ganz gut und die Produktion, die kriegen wir mehr oder weniger hin. Seitdem pendelt Stefan zwischen seiner Familie in Barcelona und seiner Brennerei auf Mallorca hin und her. Ab und an packt ihn auch noch mal das Heimweh. Doch die Insel holt ihn da schnell wieder runter. Die Pfalz ist natürlich unendlich schön und Deutschland auch, wenn man mal weg ist. Ich bin jetzt schon 10 Jahre hier auf der Insel, dann vermisst man es auch mal. Aber ganz ehrlich, also an so Tagen wie heute, wenn ich wirklich hier stehe und denke so, wow, dann bin ich super froh über den Schritt eigentlich. Ja. Von der Pfalz auf die Insel. Stefan Winterling hat hier alles gefunden. Ein Stückchen Heimat, die Leidenschaft für Gin und die Faszination für Mallorca.